Und der Herr Dr. Krall hat was gepostet, das passt eigentlich ganz gut. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir erinnern uns alle, es ist unser Artikel 1. Außer er ist ungeimpft, außer er ist rechts, außer er zweifelt am Klimanarrativ, außer er delegitimiert die Bundesregierung, außer er fordert Friedensverhandlungen, außer er ist gegen einen Superstaat EU, außer er ist ungeboren, außer er weigert sich Maske zu tragen, außer er stirbt allein, weil die Politik das so wollte, außer er will sich nicht vom Staat berauben lassen, außer er findet Migration bedrohlich, außer er wählt die AfD, außer er demonstriert gegen seine Entmündigung. Ja, und ich meine, der Post trifft's. Ja, und dem möchte ich noch hinzufügen, außer er tut als Arzt seine Pflicht. Rolf Krohn ist, den wir hier an der Nummer 200 als Gast hatten, ist zu 1 Jahr und 9 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Zwar auf Bewährung, aber ihr seht, dieser Staat, obwohl mittlerweile klar ist, dass diese Scheiß-Plandemie ein Fake war, dass diese Plörre nichts nützten, scheißverdammten Maßnahmen, alles nur Schikane waren und sonst gar nichts. Trotzdem hört der Staat nicht auf, diese Leute zu verfolgen. Ja? Ein unfassbares Sauerei, was hier abläuft.